und herzlich willkommen bei mal wieder wunderschönem Wetter hier im Wohnmobil. Heute möchte ich euch ein Navigationssystem vorstellen, das auch die Größen eines Wohnmobils, Höhe, Breite, Länge beziehungsweise auch die Tonnage, solltet ihr also jetzt über 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht haben, könnte es ja sein, dass der ein oder andere Weg da nicht die Zulassung letztendlich gibt. Und da gibt es dann entsprechend LKW, das sind entsprechende, nennt man LKW oder auch Wohnmobil, Navigationssystem, und da habe ich hier ein sehr großes, nämlich ein 9 Zoll. Und zwar hat dieses noch eine, also einmal ist es, ich habe es schon ausprobiert in meinem PKW, auch hier im Wohnmobil selber. Einmal funktioniert es sehr gut und wie gesagt, die 9 Zoll sind wirklich sehr, sehr schön groß, und das Teil hat auch noch eine Rückfahrkamera. Jetzt habe ich die Rückfahrkamera, wie ihr seht, ist das noch original verpackt, hier im Wohnmobil nicht gebraucht, weil ich hier im Wohnmobil standardmäßig eine Rückfahrkamera habe. Da brauche ich nicht noch eine zusätzliche. Theoretisch könnte ich das machen. Wir haben das mal probiert, also ist eine sehr gute Qualität. Und wenn euch das Ganze interessiert, so etwas zu kaufen zu einem günstigen Preis, denn die namhaften kosten sehr viel, 100 Euro die Camper Navigationsgeräte, und das hier ist sehr, sehr preiswert. Wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. So, das Ganze blendet jetzt natürlich. Ich sehe das hier jetzt auch bei der Aufnahme in der Kamera, aber die Sonne scheint hier nun mal so extrem rein, lässt sich nicht vermeiden. Ich habe dieses Navigationssystem in meinem PKW getestet und habe das dann über das standardmäßige PKW, ich habe einen relativ neuen Ford Kuga und habe da das Ford Sync 3 Navigationssystem, das 7 Zoll groß ist, also 2 Zoll kleiner als das. Das habe ich direkt darüber gemacht und bin dann mit dem Auto durch die Gegend gefahren und habe dann mal die Sichtweisen miteinander verglichen. Wenn ihr also wissen wollt, wie dieses Navigationssystem in dem Vergleichstest abgeschnitten hat, es hat gut abgeschnitten, sage ich gleich mal, im Vergleich auch, dann verlinke ich euch gerne in die Videobeschreibung dieses Video. Schaut euch das einfach an, da haben wir es auch zusammen ausgepackt und dann auch angeschlossen und so weiter. Ich zeige euch gleich noch, wie ich das hier entsprechend montiert habe. Aber wenn ihr da dann sehen wollt, die Unterschiede, Grafik, Helligkeit und so weiter, dann seht euch gerne diesen Film an. Nochmal verlinke ich euch in die Videobeschreibung. Das Teil hier hat natürlich nicht ganz die Auflösung, die Pixelanzahl, die die Garmin und Co. haben. Garmin, Becker, wie auch immer die alle heißen. Aber dadurch, dass es so groß ist, die Garmin und Becker Sachen sind meistens so 6 Zoll oder 7 Zoll groß. Die haben eine bessere Auflösung. Ja, das kann man auch bei meinem Vergleichstest beim Kuga auch sehen. Aber durch die Größe macht das Teil relativ viel wieder wett. Und ich kann jetzt schon sagen, ich mache das normalerweise erst am Ende des Videos, aber ich kann euch jetzt schon sagen, dieses Teil kriegt ihr, komplettes Set mit der Rückfahrkamera, kriegt ihr für um die 100 Euro. Das ist ein Gag, das ist ein Witz eigentlich, weil die anderen kosten alle so 3, 4, 5, 600 Euro. Und dagegen, ihr müsst ein paar Abstriche machen von der Qualität her, aber es funktioniert absolut. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie an jeder Ecke stehen bleibe, da habe ich schon andere Sachen. Also mein Ford Navi hat mich schon öfter irgendwo hinfahren lassen, wo ich nicht hin wollte, oder hat die Adresse gar nicht gefunden. Das ist hier bisher nicht vorgekommen. Also insofern wirklich gut. Also einmal die Größe her, dann haben wir hier komplett so eine Art Gummierung drumherum. Das heißt, wenn ihr das anfasst, das fällt euch jetzt nicht gleich irgendwie auf den Boden. Das heißt also, von der Qualität her fühlt sich das wirklich sehr, sehr gut an. Was haben wir an Zubehör? Wir haben eine deutsche Bedienungsanleitung. Wir haben hier so einen Saugnapf und ich habe den, da ist noch so ein Teil dabei, das ihr irgendwo hinkleben könnt, wenn ihr das nicht an die Scheibe machen wollt, und ich wollte das nicht bei mir an die Scheibe machen. Ich habe das aufs Cockpit geklebt und habe dann so eine Runde, zeige ich euch gleich noch ganz kurz, mache ich ein Foto von. Das hält wirklich extrem gut, also da könnt ihr... Das ist mir noch nie runtergefallen. Ich habe sogar auch mal bei einer leicht nassen, wenn wir morgens mit Frost weggefahren sind, also auch mal bei nicht ganz trockener Scheibe, überhaupt kein Problem. Das hält richtig, richtig gut und fest. Dann haben wir natürlich einen Zigarettenanzünder als Ladegerät. Eins muss ich dazu sagen, wenn das Teil, hier ist natürlich ein Akku drin, wenn der Akku voll ist,
Hält nicht ganz so lange. Also das ohne Ladekabel zu betreiben, 20 Minuten, das war's dann. Also am besten immer dafür sorgen, dass ihr das Teil am Strom entsprechend habt. Wie gesagt, das sind die Sachen, die auch dabei sind. Was hier ganz nett ist, ist hier dieses kleine Täschchen, so ein Samttäschchen. Da könnt ihr das reintun, falls ihr das mal irgendwo transportieren müsst. Das ist entsprechend auch dabei. Alles in dieser Box drin. Und wie gesagt, um die 100 Euro. Wo ihr dieses Navi bekommen könnt, setze ich euch natürlich auch in die Videobeschreibung einen Kauflink rein. Das Ganze hier ist so, dass ihr drei verschiedene Fahrzeuge einstellen könnt. Das heißt, ein PKW oder euren LKW oder euren Van oder euer Wohnmobil. Ich habe hier halt das Wohnmobil 7,20 Meter lang, Breite, Höhe und so weiter angegeben. Ihr könnt Breite und Höhe angeben, die Tonnage angeben. Das könnt ihr dann alles machen. Könnt ihr dann dieses Profil mit diesem Profil dann sagen, okay, heute fahre ich mit dem PKW. Das ist eh egal, aber heute fahre ich mit dem großen Wohnmobil oder mit dem LKW oder mit dem großen Van. Da muss ich ein bisschen aufpassen mit der Tonnage über die und die Brücke darf man dann vielleicht nicht. Oder es gibt ja auch viele Wege, die sind nur bis 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht zugelassen. Auch das habt ihr hier drin. Das Navi nimmt das einfach mit in die Wegplanung, in die Routenführung mit auf. Bisher habe ich alles gefunden. Im Ausland war ich noch nicht. Es sind 52 Länder hier entsprechend drin. Aber ja, ich gehe mal davon aus, hier hinten stehen noch ein paar Sachen drin. Das Ganze hat 256 Megabyte Speicher, beziehungsweise 8 Megabyte und 8 Gigabyte Arbeitsspeicher. Also, ja, das sollte eigentlich auch reichen. Wenn es nicht reicht, dann haben wir hier an der Seite, können wir noch eine zusätzliche Karte, ich glaube bis 500 Gigabyte reinsetzen. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, dass hier ist der Anschluss für das Netzteil bzw. für das Ladegerät. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, auch eine externe Soundquelle anzuschließen. Beziehungsweise hier könnt ihr auch sehen, das und das sind Lautsprecher. Der Sound ist, naja, es ist jetzt kein High-Definition-Stereo-Sound. Es ist Stereo-Sound. Ihr hört auch sehr schön, es gibt verschiedene Stimmen, männliche, weibliche, wie auch immer. Also das habt ihr hier, könnt ihr euch aussuchen. Und hier hinten habt ihr auch die Möglichkeit. Das hält wirklich sehr. Wenn ihr das auf eine glatte Fläche tut, dann kriegt ihr das nicht weg. Hier hinten ist die Halterung. Ihr könnt das einmal hier unten, je nachdem, wo ihr das machen wollt, hier unten festmachen oder ihr könnt das hier oben festmachen. Je nachdem, wo ihr das habt. Und natürlich könnt ihr es dann stellen, wie ihr wollt. Aber das kennt man ja. Also das ist wirklich sehr, 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 sehr ordentlich fest. Das ist die Geschichte. Wie gesagt, hier die Stereo-Varianten und sonst war es das eigentlich. Wie gesagt, die Haptik, was ihr hier einstellen könnt, da würde ich einfach verweisen auf das Testvideo, was ich gemacht habe in meinem Ford Kuga. Da könnt ihr sehen, was da alles einzustellen ist. Aber geht mal davon aus, ihr könnt hier sehr ordentlich entsprechend alles auch relativ schnell seht ihr hier einstellen, die verschiedenen. Das sind jetzt Männlein und Weiblein Stimmen. Da könnt ihr hier jetzt dann entsprechend das alles einstellen. Und ihr seht das hier. Das funktioniert auch alles wirklich relativ schnell, das Ganze. Hier haben wir jetzt die Karte. Also, das ist wirklich zufriedenstellend. Und für den Preis inklusive Rückfahrkamera in einem ordentlichen, ist natürlich per Funk. Also, ihr müsst der Rückfahrkamera, die beiden Geräte sind mit Funk verbunden und ihr müsst der Rückfahrkamera nur Strom geben, wie man das so kennt. Und dann ist da ein Funkgeber mit dabei und das hat beim PKW 5 Meter, 4 Meter Entfernung ungefähr wunderbar funktioniert, sollte hier entsprechend auch funktionieren. Also, ich kann es empfehlen. Ich finde es immer gut, wenn es schöne Sachen gibt, die entsprechend, wie gesagt, es spiegelt jetzt natürlich, aber ich halte es jetzt wirklich in die Sonne rein, also wenn es jetzt da nicht spiegeln würde. Aber nochmal, der Test zeigt sehr schön zum standardmäßigen Ford-Navigationssystem, wie gut das entsprechend aussieht. Könnt ihr euch da gerne anschauen. Es ist toll, ich finde es gut, ich würde nie mehr Geld ausgeben, ich würde keine 300, 400, 500 Euro ausgeben für so ein Camper-Ding, weil das funktioniert wunderbar. Wie gesagt, nochmal, Akku nicht so leistungsfähig, das heißt immer bitte am Strom behalten und ansonsten kann ich es wirklich empfehlen und ich nutze es letztendlich auch. Das soll es gewesen sein. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert gerne den Kanal. Ich bin hier als Privat-YouTube-Kanal ja auf eure Unterstützung angewiesen. Vielen Dank dafür. Und ja, dann wünsche ich euch ein schönes Camping, dass ihr immer, egal wo ihr hin wollt, gut ankommt und dass euch so ein Navigationssystem hier
entsprechend auch hilft. Das soll es gewesen sein. Es kommt gleich noch das Foto, wie ich das Ganze vorne festgemacht habe. Das reiche ich noch nach. Und ansonsten, ich wünsche euch eine gute Zeit. Würde mich freuen, wenn wir uns hier zum nächsten Video wiedersehen würden. Tschüss.